So, das ist die Vier-Clan-Festung. Und also das ist wirklich die größte Karte, die ich damals gebaut habe, hatte bei Far Cry 2. Und also da habe ich 10 Tage dafür gebraucht. Hier sieht man jetzt also eine kleine Wüstenstadt. Die habe ich auch extra so gemacht, dass der Sand die Autos halb verdeckt. Also ist klar, Dünen, die wandern ja in der Wüste, Ja, ne? sicher. Und also das habe ich jetzt so gemacht, dass hier das Team Gelb jetzt hier ist. Auch die Autos, also ich habe das so gemacht, dass der Sand wirklich da reinfließt und dass das komplett verdeckt wird. Aber es gab einen Nachteil. Es war sehr durchsichtig. Nö. Man konnte sehr leicht abgeschossen werden. Das war kein Achso, Geheimnis. na gut. Aber guck mal, die haben auch ein Auto, also die können dann auch fahren. Also da, Sie genau, hatten mit einem mehr Gelb. Autos als die Festung, also waren sie die Ja, die waren ein Angreifer. bisschen benachteiligt, sage ich jetzt mal, aber die konnten die Festung auch stürmen, die konnten von hinten auch ran, also die konnten die ganze Karte ausnutzen. So, dann haben wir hier jetzt eine kleine Oase, also da mit so ein bisschen Moser drin, ne? Palmen drumherum. So, dahin ist die Festung, da kommen wir später noch drauf zu. Hier habe ich so eine kleine Ein kleiner Höhlenbau war sehr vorteilhaft für Scharfschützen, auch ja, wieder Wasserpool. Man also konnte fahren wir die. mal kurz hier rein. Auch der Sand schön gewellt. Und da habe ich das so als kleinen Gag, habe ich da so einen Stein reingebaut, der dann so zwischen stecken bleibt, ne? Es dachte jeder Dritte, dass man da runterfallen könnte. So, also so als kleines Gimmick und macht sich eigentlich ganz gut in der Wüste. Also man sieht schon, die Karte ist wirklich sehr riesengroß. Also, das war jetzt die Höhlenstadt. So, da ist noch mal die Festung, da kommen wir später noch mal drauf zu. Jetzt kommen wir erstmal in so einen kleinen Urwald rein. Mit so einer kleinen Straße, Brücke. So. Mit einem Fischerhaus komplett. Ja, also hier so ein kleiner See und das ist auch alles verbunden. Die ganzen Seen und Flüsse sind alle verbunden. Also man kann mit dem Boot auch überall lang fahren. Man hat das Boot aber nie benutzt. Man gibt es mal Ich zu. hatte es mal benutzt so als Fun so. Das Aber man wird. Problem ist, wenn ihr in dem Boot drinnen sitzt, dann hören das alle, weil Man wird das hat abgeschossen. einen Motor und alles, ne? Man Das wird hört man ja. abgeschossen. Es hatte nicht mal eine Waffnung, glaube ich, gehabt in der Ja. Ursprungsfassung. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Gebirge. Da sieht man da oben, da gibt es einen kleinen Geheimgang. Der führt nach oben. Also bis nach oben auf den Berg. Können wir mal eben mal kurz ranfliegen. Also das geht dann hier hoch über den Bergkamm. Dann geht es da weiter. Hier ist so ein kleiner Aussichtspunkt. Der letzte Scharfschützenpunkt, den man nehmen kann. Ja. Dann geht es hier hinten weiter, dann geht es hier höher. Dann kommt eine kleine Hängebrücke. Können wir mal kurz runterschauen. Also es ist wirklich schon sehr tief. Also wenn man jetzt hier runterfällt, dann ist man wirklich. Na, wenn man von dort gesprungen ist, hatte man vielleicht die Chance im Wasser, sondern dann hat man es überlebt. Ja, also wenn man jetzt. Nur wenn man Also wenn versunken jetzt ist. irgendwelche Leute kommen und du musst schnell abhauen oder so. Man konnte ins Wasser springen, man flog ja ungefähr nochmal 3 Meter weit in die Luft, grob nochmal. Dann geht es jetzt hier noch ein Stück höher. Es wird immer schmaler, ist so wie so eine Schlucht dann. Dann geht es hier höher. Irgendwann waren wir Dann ganz hier oben. schneller, so ein bisschen im Zickzack dann. Immer höher. Und dann ist man endlich oben angekommen. Und hier sieht man das nochmal, die Karte ist echt riesengroß. Man konnte hier oben einen Kopfschuss machen, weil man 3 Sekunden die So, Kugel ich laufen springe jetzt mal kann. kurz rein, ich nehme jetzt mal kurz den. Erstmal gucke ich nochmal die Karte hier, wie groß die ist. Ja. So, jetzt nehme ich mal den Gleiter. So, na, komm. Ah, okay, ja. So. Und dann fliegen wir jetzt einfach mal kurz über die Karte. Also das ist echt Wahnsinn. Ich habe das komplett ausgenutzt. Also die ganze Größe von der Karte. Also das hat mich 10 Tage hat mich das in Anspruch genommen. Da sieht man ein kleines Flugzeugwrack. Das haben wir gerade überflogen. Und auch die Wüste, die ganze Schattierung. Also wo es jetzt staubtrocken ist, die Wüste, das habe ich komplett hell gemacht. Und Groß. wo es dann zum Wasser geht, dann natürlich dunkler. Jetzt haben wir gerade die Festung überflogen. Auch die Gesangskulisse, man kann wirklich denken, man ist jetzt gerade im Dschungel oder so, hä? Aber nur wenn man das sprechende Wald-Spezialstück eingebaut hatte, sonst ging es nicht. Bei Nacht war es, glaube ich, sogar ein ganz anderes So, jetzt Geräusch. versuche ich mal eben mal zu landen, weil wir sind ziemlich schnell, weil ich bin von oben. Okay, ja. So. Ich gehe jetzt mal durch den Hintereingang in die Festung rein, weil die Festung, die hat zwei Eingänge. Die hat einmal einen riesen, also einen Vordereingang, aber der ist Genau. extrem geschützt durch Granatenwerfer und Maschinengewehre.
Und jetzt gehe ich eben mal zu dem Hintereingang. Der ist nicht ganz so geschützt. Den habe ich eher so gebaut, dass man da reinschleicht, sage ich jetzt mal. Was auch nur so zweideutig blieb. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Es gibt zwei Wege, einen vorne links, da war schwierig, weil man durfte nicht gesehen werden, der andere war... Ja, das ist ja jetzt hier der allgemeine Hintereingang. Also man muss erst über die Brücke, über das Wasser. Man kann aber auch schwimmen und dann darüber, das ist scheißegal. Ja. So. Dahin ist noch ein Munitionspunkt, aber ist nicht so wichtig. So, erstmal die Treppen hoch. So. Dann nochmal eine Treppe. Und dann stehen wir quasi schon am Hintereingang von dem Tor. Das muss man jetzt aufschießen. Was auch eine Alarmanlage war, da wird zwar bloß, wenn jemand von den Teamkollegen das Ding zerschossen hat, schon vorher. Ja gut, aber das ist extra so gemacht, weil wenn die jetzt den Hintereingang stürmen, dass man das hört, dass man sich darauf einstellen kann. Wenn aber ein Teamkollege auf die Idee kam, das Ding vorher zu zerballern, dann war der ganze Effekt auf null. So, jetzt tue ich nochmal reinfliegen hier. So, und jetzt sind wir in der eigentlichen Festung drin. Also die ist wirklich an sich schon sehr groß. Ich kann jetzt nochmal kurz überfliegen hier. Also alles mit Straßen verbunden. Springbrunnen. So ein bisschen als Gag eingebaut. Ja, genau. So, das hier ist das Haupthaus. Das ist sowas wie... Ja, das Clubhaus kann ich nicht sagen. So wie... Das Hauptquartier. Das Hauptquartier, genau. Das HQ, würde man sagen. Das Hauptquartier vom Clan, genau. Das war für Bombenspiele, zum Aushören. Ja, genau. Und hier habe ich so einen kleinen Konferenzraum eingerichtet. Und guck dir mal diese Stühle an. Also jeder Stuhl steht wirklich anders. Und auch die Computer, die stehen immer so ein bisschen verschoben, damit das nicht so statisch aussieht. Aber autonom würde sich das sieht das ja auch nicht gleich aus, weil ja. Man kann den Stuhl sowieso nicht gleich ansetzen. Also, wir haben ja dort jetzt noch einen Kleider, da kann man zum Beispiel jetzt gleich rüberfliegen zu der anderen Basis, ne? Dann was nur die Hälfte überlebt haben, denn alle Scharfschützen waren schneller. Dann habe ich hier diesen Hangar, also der für Fahrzeuge genutzt wird. Dann habe ich hier noch einen Jeep in der Garage. So, jetzt kommen wir hier zu der Bar. Die hat innen drin auch noch ein MG, wo man dann rausschießen kann zum Haupteingang, genau. Also selbst wenn man da wirklich mit 16 Leuten auf dieser Karte ist, dann ist es wirklich viel zu tun. Ja, also dann hat der Haupteingang aber eine Menge Arbeit, wenn die mal alle reinkommen wollen. Also die Karte ist eigentlich gemacht für mindestens 50 Leute oder so. Also da ging doch bloß 32, wie es hieß. Oder hier, da habe ich diese kleinen Pfähle da reingesteckt, dass das wie, na hier, wie vom Mittelalter so. So eine alte Barrikade. Dann noch mit der Schranke davor. Man spielte den Angreifern aber auch in die Hände, mit dem Zaun konnte man... Man konnte auch links hochklettern auf diesen kleinen Bergkamm. Ja, das war schwierig. Es war leicht, einfach den Zaun zu nutzen als Abwehr und den Typen beschützt abzuknallen. Und dann konnte man immer noch vorrücken. Und dann nahm man den Wagen, rammte durch und dann hatte man ungefähr einen Vorsprung. Und dann war fast der Hauptweg schon weg. So, dann hier einen kleinen Sendemast. Das ist eigentlich auch wie so ein kleiner Scharfschützenspot. Und ein Grillplatz. Ja, so eine kleine Grillstelle. Ohne Fleisch. Ich hätte wirklich noch so ein kleines Fleisch da vielleicht noch mit drauflegen sollen als Gag. Also das hätte es echt gebracht. Dann habe ich hier noch so ein Gefängnis hier hingestellt. Fürs Vor? Ja, dann so eine kleine Polizeistation hier noch. Also wie so eine kleine Stadt, die sich selber versorgt. Genau. So, jetzt gehen wir nochmal rein und jetzt... Das ist war ein Geistesblitz und zwar ein Baumhaus. Genau. Ich bin wirklich auf die Idee gekommen, ein Baumhaus zu bauen und mal ganz ehrlich, hast du mal auf irgendeiner Karte mal ein Baumhaus mal gesehen? Ja, es gibt ein Baumhaus. Ich habe sogar die Treppen, da habe ich Baumstümpfe genommen, ne? Also was da als Treppen nachempfunden sind. Sehr schlecht funktionierende Baumhaussysteme aufgrund der Leitern. Manche haben dann einfach riesige Platten gelegt, um das Problem zu lösen. Das Ganze zog sich dann durch Bäume. Eine Munitionskiste. Und da kann man nochmal die ganze Festung von da aus nochmal begutachten. So, jetzt fliege ich nochmal über diese Festung. Also eine riesengroße Karte, das ist echt Wahnsinn.
Ich kann ja nochmal so als Just for Fun. Bei diesen Gasbrunnen, da habe ich nicht Gasbrunnen draufgestellt. Zünde, dann geht das alles ab. Und dann brennt sie alles ab. Jetzt brennt die ganze Pampa her. Auch mal, wir sind im Sterblichkeitsmodus. Im Originalmodus würden wir an Feuer sterben. Ja, warte mal, da kommt mir gerade eine Idee. Wir können ja mal den Grill anschmeißen. Genau. Der Grill hat ja keine Schuld dafür. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Sender, Seite. An der Seite. An der anderen Seite wurde er. Achso, von vorne, ja, genau. Ja, ist schon lange her, seit ich die Karte gezockt habe. Also. Aber das hat es auch noch spielt. Das ist ja der Sache. Aber jetzt wäre das Fleisch echt genial gewesen, wenn das Fleisch jetzt da oben jetzt. Das würde jetzt schön grillen. Aber wir verbrennen uns gerade. Wir wären jetzt schon tot. Lieber schnell ins Wasser springen. Hier rein. Und das soll es dann auch gewesen sein. Wenn ihr diese Karte haben wollt, geht einfach auf Karten Community, neue Karte herunterladen, benutze erstellte Karten, veröffentlicht von Oberst 4815. Dann kommt ihr auf alle Karten, die ich jemals hochgeladen habe.